Mathematik zum Anhören oder Airbags für rohe Eier. In den Hector-Kinderakademien wird Wissen innovativ vermittelt. Die Nachmittagskurse für besonders begabte und hochbegabte Kinder stellten sich beim Tag der Wissenschaft vor. Veranstaltet vom Hector-Institut für empirische Bildungsforschung der Universität Tübingen und dem Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt. Kinder sind für mich das Spannendste, was es in unserer Gesellschaft gibt. Und ich finde es da besonders spannend, den Kindern eben das Richtige mitzugeben auf ihren Weg. Weil wenn wir als Land, als Gesellschaft auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann glaube ich, muss der Anspruch sein, dass wir möglichst jedem Kind gerecht werden. Und jedem Kind gerecht zu werden, heißt Kindern, die mit schwierigeren Voraussetzungen in ihre Bildungskarriere starten, genauso wie Kindern, die mit besonders guten Voraussetzungen in ihre Bildungskarriere starten. Und deswegen finde ich es so spannend, dass gerade auch im Bereich der Hochbegabtenförderung die Hector Kinder Akademie einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Wie kann man bei Kindern spielerisch Neugierde wecken oder sie für Naturwissenschaft und Technik motivieren? Diese Fragen können durch empirische Forschung beantwortet werden. Aber gerade bei der Brücke, welche Erkenntnisse habe ich und welche Schlüsse ziehe ich daraus auch für den pädagogischen Kontext, kann ein Institut wie das Hector-Institut natürlich da ganz, ganz wichtige Unterstützungsleistungen bringen, wenn es um das zum Beispiel Zusammenfassen wissenschaftlicher Erkenntnisse geht, aber dann vor allem auch die Transformation der wissenschaftlichen Erkenntnisse in praktisches Handeln, in pädagogisches Handeln. Und da ist uns das Hector-Institut ein ganz, ganz wichtiger Partner.